Dann ist das hier so. Ich muss immer ein bisschen überlegen, dass ich euch nicht zu viel verrate, weil ich euch ja schon überraschen möchte. Dann haben wir hier also erstmal diesen Teil. Hier kommen, da kann ich ja schon mal sagen, hier kommen Pistons rein. Das hat sich wahrscheinlich jeder schon gedacht. Okay. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall. Wie gesagt, ich werde das noch ausändern mit dem, mit der Äußerlichkeit, dass es außen nicht ganz so hässlich aussieht. So, wir kommen also genau bis hier. Wir könnten hier dann weitermachen, dann wird man also quasi, würde man dann quasi, ne? Würde man bis hier. Sehr schön. Okay. Dann könnte man hier also locker dann da lang. Okay, aber ich gehe erstmal kurz ins Dings. Erstmal kurz in die Knacke. You can only sleep at night, aber es ist doch... Ach, jetzt ist Nacht, sehr schön. Und da habe ich schon wieder ein S geschrieben. Und einen Schluck Kaffee. Ah, Minecraft, Minecraft, Minecraft. Du schönes, kleines, süßes Spielchen. So. Alles klar. Dann haben wir hier... dies. Okay. Das hier ist nicht allzu hoch im Endeffekt. Mal gucken, wie hoch. Ich habe jetzt schon so langsam, habe ich schon so eine Vorstellung, wie es wird. Ich probiere jetzt mal gleich hier Folgendes. Ja, das könnte klappen. So. Da ist genug Platz. Obwohl, vielleicht gehen wir doch ein bisschen noch... Ich meine, wir haben es ja, warum nicht? Gehen wir lieber auf Nummer sicher. So. Ah, wir gehen lieber auf Nummer sicher. Bis hier. Gucken, ob das Wasser da ohne weiteres bis dorthin kommt. Schauen wir mal an. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist zu weit. Okay. Ja, nee, es kommt nur bis hier scheinbar. Das heißt, wir müssten hier jetzt... quasi so machen. Und mal gucken, wie es jetzt läuft. Ach, okay, wenn ich jetzt aber so mache... dann... ah, okay, alles klar. Gut, dann machen wir es so. Wird schon passen irgendwie. Okay. Alright. Oh Mann, ich bin... wie gesagt, ich weiß überhaupt nicht, ob es klappt, ne? So. Okay. Gut, dann bis hierhin. Sehr gut. Also, soweit gefällt es mir schon ganz gut. Und dann könnte hier dann, wie gesagt, könnte dann... das passieren, was ich dann vorhabe. Das müssen wir dann noch irgendwie Redstone-mäßig verschalten. Das wird nicht allzu einfach. Ah, Stein. Alles klar, dafür brauchen wir dann wieder die Diamanten-Axt. So, so, so. Okay. Und dann passiert das, was passieren muss. Allerdings müssen wir das gar nicht. Das ist eigentlich Quatsch, machen wir lieber so. Okay. Das sieht ganz gut so aus. Und dann anschließend...
Mal sieht, was alles überhaupt funktionieren kann, wie wir das hier machen. Und dann anschließend öffnet sich der und transportiert da weiter. Okay. Es könnte funktionieren. Okay. Gut, 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 gut. Ich habe Ideen und es könnte so klappen. Also. Dieser Wasser hier, dieses Wasserstückchen hier bleibt immer da. Und dann könnten wir hier jetzt erstmal anfangen. Also ich könnte ja jetzt langsam vielleicht mal erzählen, worum es gehen wird. Damit ihr nicht ganz im Unklaren seid. Also folgende Idee ist quasi geboren. Ich möchte hier unseren kleinen Hühnerstall drauf haben, wo die Hühnchen so rumgackern können. Und wo sie immer so rumlaufen. Und dann im Zweifel öffnen wir einen Schalter, wo dann das Wasser hier die ganzen Hühnchen nach hier schwemmt. Die fliegen dann hier runter, schwemmen sich hier rein und hier, ich sage nur eins, Formfleisch. Und das Formfleisch soll dann hier abtransportiert werden und hier wieder nach oben gebracht werden mit unserer bewährten Methode. Dann haben wir hier so einen schönen Hühnerstall. Den werden wir natürlich noch in Holz einkleiden und alles, aber so ungefähr stelle ich mir das vor. Könnten wir eigentlich erstmal anfangen mit Pistons bauen. Hier müssten wir eigentlich auch Pistons bauen, die den Weg der Hühner quasi verhindern. Die dann erst runterfahren. Das können wir aber auch von oben machen, dass das dann frei wird. Weil Hühner brauchen, glaube ich, nur eins groß, oder? Ich weiß gar nicht. Ja. Die könnten da leben unter einer Größe von einem Block. Allerdings könnten wir sie dann schwer füttern. Ich würde nämlich gerne... Aber wenn wir jetzt hier Pistons hinmachen, dann könnten wir die... Obwohl, wir könnten die Pistons selber ausfahren. Die würden wahrscheinlich als Widerstand schon gelten. Und die dann einfahren, dann könnten die Hühnchen darüber laufen. Ansonsten nicht. Das könnte klappen. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal Pistons. Die können wir uns erstmal bauen. Allerdings habe ich natürlich schon voll vergessen, wie man Pistons überhaupt baut. Aber ich glaube, ihr wisst jetzt ungefähr, was ich vorhabe. Und das passt zur Musik so unglaublich gut. Die so diabolisch klingt. So, grüne Wolle her. Ah, keine Sorgen. Es wird schon noch so eingekleidet, dass es auch in unserem Bauernhof passt. Wir bauen hier keine Maschine. Nur um der Maschine willen. Hier, poppt auch alle. Macht kleine süße Schafe. Siehst du aus? Als... Oh. Meine Schafarmee. Und alle machen sie grüne Wolle. Okay, die Felder wachsen auch schön. Das lohnt sich also richtig hier zu bauen. Das ganze Ding hier ziehen wir noch viel größer. Aber erstmal brauchen wir wirklich, wie gesagt, hier Pistons. Die machen wir mal als allernächstes. Wobei ich, wie gesagt, nicht mehr so ganz weiß, wie sie gehen. Aber ich erinnere mich, dass man Cleanstone brauchte. Und Redstone. Und Eisen und Holz. Cleanstone haben wir. Redstone haben wir. Eisen und Holz haben wir auch. Und zwar in unserer Hütte. Muss ich ein bisschen raten, ehrlich gesagt, weil ich nicht mehr ganz genau weiß, wie es ging. Und da brauchen wir denn zuallererst auch mal keine Sticky Pistons, sondern nur Pistons. Obwohl Sticky ja jetzt überhaupt kein Problem mehr ist, dank unserer Slime Farm, die noch nicht fertig ausgekleidet ist, aber die immerhin schon mal da ist. Also ich werde es wohl nie mehr lernen. So. Zu selten in der Hütte gewesen. So, ich hole mal 64 Eisen. Aber wir können ja mal das Grünzeug hier ein... Das Grünzeug hier einsortieren. Haben wir hier noch Wolle drin? Oh, wir haben noch richtig viel Wolle drin. Dann packe ich die Wolle auch mal kurz hier zu. Und hier ist auch schon schwarze Wolle. Schön, mit Tintensäcken kann man die, glaube ich, färben. So war das. Haben wir beim Segel auch gemacht. Und die Schneebälle. Die brauchen wir ja auch erstmal nicht. So.
Eisen. Probieren wir es mal. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung mehr so ganz, wie es ging. Das ist halt das kleine Problem an der Stelle gerade. Eieiei, also ich weiß, glaube ich, noch, dass Holz da war. Und ich glaube auch irgendwie so. Und dann so? Oder vielleicht auch Holz. Wo ist es denn jetzt? Ach, hier. So? Ah, Mann, ey, wie ging denn das? Oder war Eisen an den Seiten? Vielleicht so? Ach, ich bin mir ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr sicher. Aber man brauchte doch Eisen. Ich bin mir sehr sicher, dass man Eisen brauchte. Das sieht doch schon aus wie so ein Pisten. Habt euch mal nicht so. Ich könnte ja nebenbei mal ganz kurz auf die Minecraft-Wiki gucken. Pistons. Minecraft-Wiki. So, dann gucken wir mal ganz fix rein, wie man die baut. Ach, das war... Ach, haje, okay. Im Prinzip war es gar nicht so verkehrt. Nur ich habe mich falsch erinnert. Wir brauchen dafür keinen Stone, wir brauchen dafür Cobblestone. Okay, ich war mir so sicher, dass man normalen Stone... Ach nee, normalen Stone brauchte man für die Repeater, ne? Wenn ich mich jetzt nochmal daran erinnern dürfte. So, ist ja kein Ding, wir haben ja hier genug Stone. Da, so. Und ansonsten war das schon komplett richtig. Quasi der Kolben selbst ist ein Eisenstück, der Antrieb wird Redstone. Außendrum ist er Cobblestone. Ich mache einfach mal alles, was wir haben. Und obendrauf eben Wooden Planks. Ganz genau. Okay. So, jetzt fehlt uns Cobblestone. Von Eisen und allem haben wir noch genug. Aber da hinten geht die Sonne auch schon wieder unter. Aber ein bisschen können wir noch bauen. Ein bisschen Pistons kriegen wir noch hin. Ich finde, man kann gar nicht genug Pistons haben. Pistons machen einfach Spaß. Ich mag das total, mit den Dingern zu bauen. So. Nicht genug Holz gerade vorhanden, wie ich sehe. Müssen wir erstmal ein bisschen Holz... Oder haben wir noch? Nee, haben wir nicht. Müssen wir nochmal umsetzen. Schade, müssen wir hier alles wieder rausnehmen. So, 64, 64, zack. Wupp und wupp. Okay. Und schön bei karibischer Musik weiter Pistons bauen. Wer steht nicht drauf? Mal ganz ehrlich. So, 64 Pistons sind's geworden. Das reicht, glaube ich, erstmal locker aus. Wir legen uns hin und warten auf den schönen Morgen. Wunderprächtig, Wunderbärchen. Ich bin froh wie ein... wie froh bin ich eigentlich? Ich bin so froh wie eine frisch geteerte Autobahn. Ich glaube, eine frisch geteerte Autobahn ist wirklich ziemlich froh. Weil sie ja immerhin frisch geteert ist. So, kein Creeper in der Nähe. Und los geht es, Popites, ab zu unserem neuesten Bau. Oh, die Schafe hier, die sind aber auch schon ganz schön viel. Ich glaube, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Wir brauchen so viel grüne Wolle für unseren Auskleidungsakt da unten bei den Slimies. Dass wir hier einfach mal, ne? Oh, Jungs, hier, guck mal hier. Kommt her, ihr Schafe. Aha, verarscht. Ja, mit der Wolle. Und lass mich hier raus. Oh. Mann, oh Mann, eine Wollfabrik. Vorm Herrn, wirklich. So, probieren wir es einfach mal. Ah, warte, es gibt ein neues Problem. Wie kriegen wir die Dinger aktiviert? Ich kann jetzt hier nicht ohne weiteres... Ah, wisst ihr, was wir machen könnten? Die brauchen ja nicht viel. Ich glaube, das ist gar nicht dumm. Ist ein bisschen schwierig jetzt alles hier. Muss man alles mal jetzt hier gut planen. Aber prinzipiell kann man doch... Im Prinzip, so prinzipiell könnte man doch. So, ne? Was meint ihr? Das
Das müsste doch so vom Prinzip her gehen, oder? So. Muss man denn hier quasi so den Raum zumacht, dass die ganzen Hühnchen da nicht unabsichtlich raus können. Soll natürlich gucken, wie man das von der Sache her ansteuert. Muss ich mal kurz hier rein. Wupp. Und jetzt fällt mir gerade was ein. Das können wir sowieso mal ausprobieren. Ich meine, wenn das hier so prinzipiell möglich ist, das easy anzusteuern, indem man da zum Beispiel Redstone rauflegt oder so, dann sparen wir uns diese ganze Action und machen das Formfleisch auf eine ganz andere Art und Weise. Ah, dafür brauchen wir Redstone. Müssen wir gleich mal ausprobieren, weil jetzt bin ich ja gespannt. Ich mag ja Redstone-Tüftelein total. Während wir zur Jagdhütte rennen, nehme ich mal einen Schluck Kaffee hier. Entschuldigt kurz. So. Formfleisch, lecker. So. Zack, Tür zu. Nein! Einmal daneben ist immer daneben. Und ich werde immer wieder gefragt, Bernhard. Da sagen Leute, Bernhard, sagen sie, sag mal an, könntest du nicht das Texture Pack ändern? Und ich muss immer wieder fragen, warum denn? Das Herr Sommer Texture Pack ist doch das hübscheste Texture Pack, was es auf der Welt gibt. Ich finde das so geil. Ich bin so ein Fan davon. Also ich würde es gerne, also wirklich ungern nur ändern. Ne? So. Wir können also eine kleine Antenne auf unsere. Eigentlich ist die auch noch nicht fertig. Da hatte ich mir eigentlich auch noch was vorgenommen mit euch. Na, mal gucken. So, wir legen mal rauf. Redstone. Aha. Das lässt sich nicht ohne weiteres rauflegen. Das heißt, ich probiere einfach mal Folgendes. Wir brauchen eine Redstone-Fackel. Wie ging das denn? Da brauchten wir, glaube ich, sowas hierfür. Sowas, genau. Le Probier. Aha. Ups. Jetzt bin ich da in die in die falsche Richtung gesprungen. Zack, zack. Aha. Da geht. Da geht nicht. Da geht das. Ah, okay. Nein, Fackel, bleib hier. So. Da geht auch nicht. Das heißt. Da geht auch nicht. Das heißt. Irgendwas heißt das, aber ich weiß noch nicht, was es heißt. Aber ich werde es gleich wissen. Das heißt, wir müssen uns was überlegen. Wie zum Devil kann man sowas ansteuern? Also es ist ohne weiteres natürlich easy, wenn man es zum Beispiel so machen würde. Ah ne, so ist doof. Vielleicht, man könnte ja doch Sticky Pistons nehmen. Okay, könnte man machen. Dann hätte man mehr Raum, den man bewegen kann. Dann hätte man quasi folgenden Fall. Nehmen wir an, der wäre jetzt einen hoch. Könnte man ja hier Redstone ranlegen. Und dann quasi folgendes machen. Nochmal hier Redstone. Und dann so. Oder vielmehr so. Oder was ich eigentlich meinte, so. Ja, so. Dann hat man hier nämlich zugemacht. Ne, jetzt ist nämlich gerade zu. Wenn man hier einen Sticky-Pisten hat und dann macht man so, zack, dann ist offen und dann können die Dinger rausgespült werden. Das kann man natürlich mit allen machen, ohne weiteres. Aber vielleicht überlegen wir nochmal was anderes. Was wäre denn, wenn ich jetzt so mache? Ah, so ist doof. Vielleicht so. Ah. So lösen wir es also auch aus. Das heißt, wir könnten auf jeden Fall. Dann hätten wir hier wenig Bewegungsfreiheit. Ich glaube fast. Wir machen hier Sticky Pistons draus. Warum auch nicht? Ich meine. Stört ja eigentlich nicht. Gefällt mir persönlich auch besser. Sieht auch besser aus, weil man dann eher so das Ganze richtig tormäßig machen kann. Kann man mit Sticky Pistons eigentlich Glas bewegen? Das wäre doch auch cool.